Hallo und herzlich willkommen zum Tasting Buddies. Ich bin Martin und heute möchte ich ein bisschen rumprobieren, und zwar den Botucal Reserva Exclusiva von der Destillerie Unidas aus Venezuela. Dieser aus Zuckerrohrmelasse und Zuckerrohrhonig gewonnene Rum hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten bisher. Die Destille selber hat innerhalb von 53 Jahren über 54 Auszeichnungen bekommen und es ist einer der Premium-Rums, die es gibt. Ja, wir haben eine grün mattierte Flasche. Wir können den Inhalt nur auf dunkel schätzen. Da kann man leider nicht so viel sehen. Ja. Ja, wir haben hier einen kupferfarbenen Rum. Riecht sehr süß. Würzig, angenehm. Honig, bisschen Vanille, Toffee. Ein leichter Anflug von Muskat. Ein bisschen dunkle Schokolade kann man da auch riechen. Ja, wie es bei Rum aus Zuckerrohrmelasse so ist. Der ist sehr schlierig an der Glaswand. Sehr süß wird er sein. Ja, werden wir mal probieren. Prost! Ja, wir haben eine deutliche Schokoladennote mit Orangen. Karamell. Rosinen schmeckt man raus. Nelken. Also wir haben hier auch einen 40-prozentigen. Das ist so typische Rumstärke. Bei Rum ist das anders als Whisky. Da gibt es auch welche, die haben nur 38, 37% oder 42%. Also da wird das nicht so strikt gesehen wie beim Whisky, dass es mindestens 40% sein muss. Ja, der Abgang, der ist lang. Man hat lang so einen leichten Honiggeschmack drin. Bisschen Zitrusfrüchte, fruchtig generell. Ist auch sehr weich, sehr rund. Also hier würde ich auch definitiv eine Trinkempfehlung aussprechen mit in pur, bloß nicht als Mischgetränk oder so, sondern das ist ein Rum, den man sehr gut auch als Anfänger schon so trinken kann. Man braucht den nicht kühlen, Zimmertemperatur wie beim Whisky, alles gut. Sehr, sehr lecker. Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Preislich liegt er ungefähr bei 35 Euro. 30, 35 Euro. Da kriegt man den schon mal im Angebot. Sonst eher so 35. Wenn man mal einen Besuch hat, der nicht unbedingt auf Whisky steht, kann man dann sowas mal anbieten. Ist mit Sicherheit auch mal ein schöner Ausflug in eine andere Richtung. Und auf jeden Fall eine Reise wert.
Ja. Das können die Venezuela. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins mehr der Videos und bleibt gespannt, was noch so kommen wird. In diesem Sinne, tschüss.